Das heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Hyperlight Drifter. Wir müssen nochmal in den Süden und noch ein Fragment holen, damit wir da oben weiterkommen. Nee, anscheinend nicht. Denn hier kommen wir gar nicht durch. Aha. Nee. Ist hier nicht zwei? Wahrscheinlich nicht. So. Der Düsterwald. Sollte eigentlich eine AOE werden. So. Feiern wir jetzt. Mhm. Im Düsterwald sind natürlich diese widerlichen Wölfe oder whatever. Wahrscheinlich verseuchte Wölfe. Da rechts. Sie bewachten den Stein. Und das war ihr Untergang. Nichts kann mich von meiner Mission abbringen, auch wenn ich nicht weiß, was für eine es ist. Dieses Spiel, ich finde es ist ein geiles Gimmick, dass sie komplett auf jegliche Art von Kommunikation im Großen und Ganzen verzichtet haben. Also, es ist ja wirklich komplett nonverbal, ja? Du kriegst keine Informationen, was passiert ist, was er tut, warum er es tut. Und dergleichen. Mit dem Fragment wollte wieder abhauen. Also der Dash ist auf jeden Fall ziemlich stark. Also dieser Dash-Angriff quasi. Ich glaube, er macht 4 Schaden oder was? Das ist schon ganz schön mächtig. So, hier wieder komplette Verteidigungsanlagen. Alle sind kristallisiert worden, die sich hier befinden. Sie haben gekämpft gegen die Giants, ja.
ihre Kraft war es, sie... Ach nee, das war ihre Kraft. Sie konnten sich selbst in Kristall verwandeln. Als eine Art Schutzschild. Und dabei hat er den Giant gekillt. Und er ist gerade so rausgekommen. Übel. Okay, gehen wir hier rein. Vermutlich ist hier unten noch ein Kristall. Also ein Splitter. Gefängnistrakt. Und hier unten sind alle verreckt. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich sind die ganzen Wachen tot. Hier ist der Schalter dafür. Shit. Was willst du machen, wenn die Kraftfelder bestehen bleiben und deine Wärter sind tot? Nichts mehr mit Futtern und so. Mal ganz kurz, ist hier irgendwas? Irgendwo ein Weg? Nein, besser gesagt eine Wegmarkierung. Wieder eingefunden. Damit ist die Stadt. Ah, oh, scheiße, es geht wieder los. Medikit für uns, das nehmen wir natürlich dankend an. Was haben wir hier? Nichts. Okay, komm nach oben. Schauen wir, wo wir rauskommen. Nieden die sich erstmal selber um. Tag.
die Hunde. Wieder nicht das richtige Timing gehabt. Dash-Angriff gemacht, aber ich bin nicht warm. So, unser nächstes Update war mit uns. Da ist nichts weiter. Rüber. So, wir gucken mal kurz auf die Karte. Da. Wir sind jetzt hier gelandet. Ah. Vielleicht oben links nochmal nachgucken, ob es irgendwo rüber geht. Hier so. Nichts. Thank you.
passiert eigentlich, wenn man damit getroffen wird? Also wenn einen das trifft. Jetzt weiß ich es. Können wir gleich den Schalter umlegen, wenn ich die nicht sehe. Irgendwo Zeichen drunter sind. Geheimgänge und Wege sind echt großzügig gekennzeichnet. Mit so einer Markierung auf dem Boden. Schlimmes. Achso, das ist ein schwarzer Vogel, glaube ich. So, begeben wir uns zurück zu unserem Freund. Hier funktioniert das immer. Hahaha, jetzt mal sicher. Das ist das richtige Timing. So, hier hatten wir unseren Freund das letzte Mal verlassen. Und er hat uns die Informationen der Splitter gegeben, die er rausgekriegt hat. Die hat er gerade aus jemandem rausgeprügelt damals. Gespeichert. Attacke durch und durch gemacht, keinen Schaden verursacht, also Angriffsdash. Der schon von hinten weiter kommt, ist natürlich auch nicht verkehrt. Ohne Markierung. Die da wahrscheinlich nicht unbedingt nötig ist. Wo finde ich diese ganzen Schlüssel hin? Das ist auch noch so ein Ding. Wo haben wir denn den ersten Schlüssel gefunden? Thank you.
Markierung auf dem Boden. In diesem Gebiet. Das sind aber gut versteckt, das muss man ja. Es gibt, also man kann immer sagen, es gibt glaube ich keine Gebiete, die umsonst gemacht wurden. Irgendwas findet man immer. Freunde. Aber das war es dann auch erst einmal für diese Folge. Ich hoffe sehr, dass euch das Spiel gefällt hat. Ich feiere das Ganze. Ja. Gut, ich bin auch ein Freund von diesem Pixel-Look und wenn es wirklich liebevoll gestaltet ist, ich weiß immer noch nicht, was dieses Ding an unserer Seite eigentlich darstellen soll. Aber macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao.